So, Ali, hallo, Hallöchen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit Figuren zu Zombies. Die Serie 1 umfasst 20 Figuren. Hol sie dir, wenn du dich traust. Ha, lächerlich, ich pack sie sogar aus und befreie sie aus ihrem Blister. So sieht's aus. Ja, eine hammermäßige Figur heute. Wir haben hier einen Surfer, der hier irgendwie einigen, ja, Promis verdammt ähnlich sieht. Ja, ich nenne hier jetzt mal keine Namen, aber schaut's euch an, dann wisst ihr vielleicht, wen ich meine. Und wenn die Figur vielleicht sogar euch oder eurem Nebensitzer gleich sieht, dann würde ich mir vielleicht doch mal langsam Gedanken machen und gucken, ob sich meine Haut nicht doch schon grün verfärbt hat, Leute. So sieht's aus. Okay, also wir haben einen Surfer mit dem tollen, wohlklingenden Namen Gnarly Dude. Hammer. Und ihr seht es hier vielleicht schon, ja. In seinem Surfbrett hat sich schon ein Hai verbissen. Er hat hier irgendwie sogar einen skelettierten Arm in der Hand. Und als ob das nicht reicht, um sein Surfbrett wickelt sich hier ein Krakenarm, wenn ich mich nicht täusche. Also lasst uns den hier ganz schnell auspacken und gucken, was er für ein Geheimnis hat. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Krieg ihn so raus. Jawohl, bestens. Sag ja, die Serie hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Drum lässt sich das ja auch ganz leicht von der Karte lösen. Okay, unser Zombie-Leinchen vom Strand. Was eine Hammerfigur, Leute. Was eine Hammerfigur. Ich liebe diesen Comic-Stil, sage ich in jedem Video. Und ich mein's auch so. Weltklasse. Dieses Gesicht spricht Bände. Ich liebe die toten Augen. Ja, die Pupillen, die nach beiden Richtungen wegschauen. Ein paar Zähnchen gucken ja auch noch raus. Ah, die Nase schon leicht am Abfauen. Sehr kantiges, sehr markantes Gesicht. Klasse. Die Frisur sitzt nach wie vor. Und wie sich's anfühlt und wie es aussieht, können wir hier die Perücke abnehmen. Das werden wir natürlich auch gleich machen. Und wie schon gesagt, ne, guckt euch das Gesicht an. Das wird euch an einige Promis erinnern. Garantiert. Okay, also Surfbrett angefressen. Haben wir weiß hier in blau. Könnt ihr das erkennen? Das hier ist ein Krakenarm. Hier guckt sogar noch der Knochen raus, denn der Arm wurde dem armen Kraken hier abgerissen. Guckt euch das an, ne? Schlingt sich hier um das Surfbrett rum. Dann hier gucken auch noch ein paar Rippen an der Seite auf. Hier, ne? Hier weiß man nicht so richtig, hat sich ein Piranha verbissen in seinem Arm oder ist das einfach nur ein Schwimmflügelchen in Fischform? Ich kann es euch nicht sagen, ne? Könnte auch ein Piranha sein. Und der Arm des Surfers hat sich ja mal kurz durch sein Hirn gebohrt. Klasse auch diese Knochenhand, die er hier in seiner Hand hat. Aber wenn ich mir das genau anschaue, nee, das ist seine angefressene Hand, Leute. Das hier sieht auf den ersten Blick aus wie seine Finger, wie seine Hände, aber kann ja nicht, ne? Wenn der Arm so lang ist, dann kann er nicht kürzer sein. Leute, das ist sein angefressener Arm. Wie derb ist das denn? Burner, seht ihr, was ich sehe? Er hat nur 3 Zehen an jedem Fuß. Ach Gott, wie krass. Also wenn Comic, dann richtig. Ja, hier ein schönes Schleifchen an der Hose. Ja, steht ihm also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Apropos stehen. Kann er stehen? Zack, jawohl, er steht wie eine 1. Stützt sich zusätzlich auf seinem abgefressenen Arm hier auf. Leute, so eine geile Figur. Ich krieg mich echt nicht mehr ein. Hammer. Ist bemalt wie die anderen Figuren, ganz klar, aber geht absolut okay. So. Ach so, genau, die Größe. Wir sind hier bei circa, ja, 7 cm, vielleicht sogar ein kleines bisschen drüber. Ja, auch typische Größe hier. Und wie es aussieht, hat sich sein Geheimnis unter seiner Perücke versteckt. Also, die nehmen wir jetzt hier mal ab. Okay, also. Sieht noch besser aus. Ja, Leute, pfeift euch das rein. Wie geil ist das denn? Ich glaub's ja gar nicht. Hammer, Hammer. Lässt sich's rausnehmen? Jawohl, wir haben hier einen Flummi. Flummi Nummer 2. Ja, also man braucht nicht wirklich viel Hirn zum Surfen. Nur einen guten Gleichgewichtssinn. Ja, Flummi. Jawohl, hüpft wie eine 1. Hüpft natürlich sehr, sehr unkontrolliert wegen den Hirnwindungen, ne?
Aber witzig gemacht, das ist schon der zweite Flummi, den wir hier in der Serie haben. Leute, guckt euch dieses Gesicht an, das ist Hammer. Dann auch noch das Hirn drin, der absolute Oberkracher. Ich liebe dieses Zeug. So, und einen weiteren Flummi haben wir hier bei unserem Piraten gefunden. Auch hier könnt ihr den Hut abnehmen und habt hier diesen Flummi. Diesen kleinen Ball, den ihr hier rumhüpfen lassen könnt. Ja, also hier unsere beiden Brains aus der Zombie-Serie. Hammer. Okay, also hier kommt, setze ich ihm seine Perücke wieder auf. Die ist übrigens sehr, sehr schön gemacht. Ja, passt auch wieder super drauf. Fällt auch nicht so schnell ab, ja, wenn das mal schräg haltet. Also auch eine sehr, sehr schöne Aufstellfigur, wenn er mich fragt. Die Zombies sind eh klasse. Also ich mag die total. So, der kriegt auch wieder sein Hütchen hier auf. So, und ich stelle die ganzen Figuren nochmal nebeneinander, damit ihr einfach wieder ein bisschen Größenvergleich habt. Ne? Ihr seht hier auch, das Blond der Haare ist ziemlich gleich. Dann haben wir hier wieder unseren Muskelman, unseren Bling-Bling-Rapper. Wir haben unseren Ninja. Ja, ich stehe einfach mal davor. Ist ja egal. Und den kleinen Zauberer. Plus natürlich Ihmchen hier. Nicht zu vergessen. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, ich werde selbstverständlich am Ende, wenn ich alle Serie 1 Zombies ausgepackt habe, noch ein extra Video machen, wo ich die ganzen Figürchen hier auf meine Drehscheibe stelle und nochmal 360 Grad drehen lasse, damit ihr es nochmal in aller Ruhe anschauen könnt. Also hier haben wir auf jeden Fall schon eine schöne Zombie-Invasion mit 2, 4, 6, 8 Figürchen. 20 sind es insgesamt. Also kommen noch 12, können wir uns drauf freuen. Jubel, Jubel und holla die Waldfee. Bis zum nächsten Video. Ciao, Tschüsschen. Euer Rupi. Hey!